Hallöchen zusammen, es geht endlich weiter mit Dark Souls und ja, 3,5 Monate sind ins Land gegangen. Mario sagt schon, lol, der sitzt nämlich gerade neben mir und ist meine mentale Unterstützung, denn es muss hier weitergehen, ich habe einen Auftrag, ich muss dieses Spiel durchspielen. Und ja, oh, ich stehe schon wieder in der Suppe, es ist wunderbar. So, was ich jetzt aber machen muss, ich brauche erstmal Menschlichkeit. Beim letzten Mal haben wir ja versucht mit Kelak ja uns anzulegen und es hätte ja fast geklappt, ne? Es hätte fast geklappt, aber leider hat's nicht geklappt. Dementsprechend müssen wir uns Menschlichkeit holen. Und da ist gleich wer. Und ich bin mit der Steuerung schon jetzt gerade wieder vollkommen überfordert. Stellt euch einfach vor, ich hätte noch nie Dark Souls gespielt. Dann ist das auch für euch erträglicher. Ich reg mir das auch immer ein. So, also, Moment. Da ist es. Ah, falsches Target. Na, das wird richtig gut. Ich weiß nicht mal mehr. Ich häng fest. Es ist ein Albtraum hier. Ein Albtraum, der seinesgleichen sucht. Ich glaube, ich drücke gerade einfach die falschen Tasten. Ah, jetzt haben wir es. Moment, also das ist mir ein bisschen zu aufregend hier, ne? Das ist mir ja hier glatt zu aufregend. So, Mario schlägt schon die Hände vom Kopf zusammen. Ihr seht das nicht? Besser ist. So, guck mal. Als ob nichts passiert ist. Ich muss jetzt nur wieder gucken, wie die sich überhaupt bewegen. Ich habe alles vergessen. 3,5 Monate, Leute. Das ist echt lang. Aber gut. Was lange währt, wird gut. Und da ist irgendwo noch ein Item. Wupp. Mäuschen, ja. Die Mückenzeit ist vorbei. Bin sofort schon wieder angespannt hier. Ist nicht wahr. Ja, mir wurde ja auch nahegelegt, dass ich mir ein anderes Schwert zulegen soll. Da Kelak, ja, mit Feuer kämpft. Oh, oh. Und wir ein Feuerschwert haben. Und sie da irgendwie nicht so empfindlich ist, aber ja, mir ist es egal. Ich kämpfe auch so weiter. So, da hat's geleuchtet. Ja, vergiftet. Ist klar, macht nix. Hoffe ich. Oh, hoppala. Stirb! Nummer 1. Immer diese Insekten, die gehen mir ja so auf den Zünder, schon immer. Beide tot. Eine große Seele. Ich renn mal zurück zum Lagerfeuer. So. Da müssen wir ja nicht nochmal hin. Okay. So, und jetzt geht's auf zum Fahrstuhl. Das ist nämlich der Plan. Oh. Aua. Gott. Es fühlt sich wirklich an, als ob ich es noch nie gespielt hätte. Ihr glaubt gar nicht, wie das ist. Komm her. Mann, immer werde ich vergiftet. Ich glaube, ich habe nicht mal mehr was dafür. Aber wir müssen ja nur irgendwie hochkommen. Ich glaube, oben... Wartet da oben noch ein Leuchtfeuer? Ich weiß es gar nicht. Ich hoffe. Aua. Stirb. Ja, mal kurz was trinken. Hm, meine Güte. Das kann ja heiter werden. Da ist der Fahrstuhl. Ab nach oben. Vielleicht sollte ich mal kurz in mein Inventar gucken, ob sich hier was befindet zum Gift heilen. Jetzt muss ich mal kurz überlegen, komme ich da in mein Inventar? Ich habe alles vergessen. Moment. Okay, was haben wir denn? Das wäre doch hier bestimmt. Nee, Moment da. Blutungsgeschichten. Hm. Das ist ja schade. Ich habe nichts. Gut. Achso, oh, ich hänge hier oben noch im Menü. Puh. Das wird bestimmt. Erstes Ziel ist ja einfach, bei den Ratten anzukommen, wo ich Menschlichkeit farmen kann. Das würde ich jetzt aber nicht die ganze Zeit zeigen, sondern ich würde hinlaufen. Ich glaube, das füllt auch wahrscheinlich die erste Folge schon, der Weg dorthin. Aber man muss ja erstmal langsam wieder reinkommen.
Nee, da bin ich nicht richtig. Wer bist du denn? Oh oh. Na komm. Komm. Put, put, put. Tot. Besser ist das. Wie geht's denn hier hoch? Ah, hier. Hä? Ich war so lange nicht hier. Ich glaube, ich bin hier schon mal lang gelaufen. Aber es ist halt über 3,5 Monate her. Oh, oh, hallo. Moment. Erstmal noch einen Schluck aus der Pulle. Oh, ich habe mein Schild nicht in der Hand, meint Mario gerade. Meine Güte, es ist wirklich sinnvoll, dass er hier sitzt. So ein bisschen Anleitung. Alter! Was ein alter Arsch. Ich glaube, jetzt haben wir ein richtiges Problem. Naja, ich gehe erstmal hoch. Was ist denn hier oben los? Sind hier oben nicht diese Bobs, die gerade geschossen haben? Sterben musst du. Oh Gott, wir sterben. Wir sterben. Wir sterben. Nummer 1 heute. Ach, wie schade. Wir haben 788 Seelen verloren. Ich weiß übrigens gar nicht, wie mein aktueller Todescounter aussieht. Vielleicht hat ja noch der ein oder andere die Zahl von damals im Kopf. Aber gut. Wir haben ja eigentlich nichts verloren. So schlimm war es gar nicht. Jetzt bin ich wieder voll drin. Total. Na komm. Ich hasse diese Vergiftung. Dumm, dumm, die dumm. Ein schöner Spaziergang. Ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss. Außer, dass ich irgendwie nach oben muss. Sind wir schon da? Ja. Hm. Irgendwas höre ich hier schon wieder. Ah, da ist ja noch so ein Hund drin. Habe ich ja noch nie... Alter, da ist ein Insekt. Moment. Aua. Was ist denn hier los? Also die Kamera ist gerade wieder gegen mich hier im Spiel. Oh, oh, oh. Hallo, sag mal, kommst du vielleicht doch einfach runter? Nein! Was soll ich sagen? Ich bin, ja, daneben getreten. Ach, los jetzt. Jetzt wird's schon. Wir haben schon fast die ersten 10 Minuten rum. Und ich bin noch nirgends angekommen. Ist eigentlich wie immer. Stirb. Jetzt. Danke. Ja, komm, greif an. So, irgendwie komme ich nicht drum rum, hier jedes Mal vergiftet zu werden. So, nächster Versuch. Alle guten Dinge sind 3. Von daher sind wir doch hier noch voll im Plan. Nisch dran hier, wirklich nisch dran. Oh, fast zu spät abgestiegen. So, Insekt, komm mal her. Komm mal runter. Na los. Komm mal richtig runter. Oh Gott, ich dachte schon wieder, es geht in die Hose. Tot ist es. So, jetzt kriegen wir schon mal 200 Seelen wieder. Wir haben vorhin über 700 verloren. Schade, aber passiert. Hier geht's nach oben. Wir heilen uns mal kurz. Machen kurz den Käfer kalt. Tot ist er. Aber ich muss erst mal rauskriegen, wo ich lang muss.
Ah, hallo. Geh mal runter. Na komm. Tot. Besser ist es. Ja, ist schon wieder so ein Arsch. Oh, zwei hier gleich, weg da. Das, aua. Nee, Mann. Ich hasse es. Ich hasse es einfach. Das ist der einzige Weg hier nach oben. Das kann ja was werden, ey. Oh, wir nippeln gleich ab. Ich weiß nicht, ob da oben Leuchtfeuer ist. Das ist so ein bisschen mein Problem. Ich glaube, wir müssen die so oder so alle erstmal killen. Wieso ist denn der eigentlich noch nicht tot? Ich dachte, wir hätten den vorhin umgebracht. Oh, ein Moosklumpen. Okay. Oh, au. Moment, der Moosklumpen ist doch hoffentlich der richtige. Oh, Mario schüttelt den Kopf. Mein Gott, meine Hoffnung ist im Eimer. Ey, sag mal, wir haben die doch alle damals getötet. Wieso sind die wieder da? Ich dachte, die respawnen nicht. Oh, Mario sagt mir gerade, das war ein anderer Spielstand. Das war ein Stream-Spielstand. Na, ist ja großartig. Ich habe ehrlich gesagt gerade keine große Hoffnung, dass das was wird. Ist das richtig da? Shit, nee, ich glaube nicht. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich hin muss. Hilfe! Komm, dich kill ich noch. Tot ist er. Lila Moosklumpen mit noch irgendwas. Oh, das ist anscheinend der richtige. Oh, 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 oh. Es lohnt sich nicht seit Mario. Oh. Ja, dann sterben wir jetzt. Ist ja nicht schlimm. Er ist der dritte Tod. 1500 Seelen. Warum? Warum? Jetzt muss ich da ja nochmal hin. Jetzt muss ich mein Zeug wieder einsammeln. Aber gut, ihr Lieben. Mühsam nährt sich das Eichhörnchen. Und was es sonst noch für blöde Sprüche gibt. Und wir werden jetzt Informationen geschrieben. Ich bin gespannt. Ich habe ja hier quasi meinen Spieleberater neben mir zu sitzen. Hat nicht jeder. Aber spielen muss ich trotzdem selber. Und das ist das ganze Problem an der Sache. Sterben sollt ihr, Mann! Ah, ihr hässlichen... Aua, das können wir hier gleich vergessen. Da können wir gleich nochmal zum Leuchtfeuer gehen. Wenn wir hier schon so rumkrebeln... Was ein Albtraum. So, erstmal du. Dann die Insekten. Da kommen sie. Da hinten liegt noch irgendwas. Aber ich will jetzt nicht durch den Sumpf latschen, weil wir jedes Mal vergiftet werden. Ich muss gleich eine Information lesen, eine wichtige. Aber erstmal lasse ich noch das Vieh da kommen. Na komm. Put, put, put. Da kommt noch eins. Oder ist das weiter weg? Ich weiß gar nicht. Sind das die, die uns die ganze Zeit oben verfolgt haben? Dann wäre es eigentlich ganz praktisch, wenn wir die jetzt hier erstmal kaputt machen. Ja, dann lassen wir das. Da kommt immer mehr raus. So. Wahnsinn. Und, ah, wir wurden nicht vergiftet. Und jetzt muss ich die Notiz lesen. Moment, Moment, ich gucke. Was steht hier? Wenn du giftig bist... Geht das an mich? Wenn du giftig bist, kannst du die Typen auch einfach killen. Die Pfeile machen kaum Schaden. Nur das Gift. Huch, und da kommt ein Insekt. Da kommt ein Insekt. Das ist ja nicht wahr. Aua. Da musst du zwar nicht lang, aber da gibt es die Seele. Es gibt hier noch eine Feuerhüterseele. Das wurde mir zugetragen. Dann gehe ich da jetzt nochmal lang. Und ja. Gucken wir mal, was das wird. Naja, wir richten uns einfach darauf ein, dass dieses Let's Play hier noch bis Ende des Jahres geht. Mindestens. Mario lacht schon. Oh, er fragt gerade, welchen Jahres? Ist das fies?
Oh, du Scheißinsekt! Bleib da unten! Na! Alter. Also, ich habe ja Angst, wenn ich da jetzt zu doll zuschlage, dass ich auf einmal unten liege. Komm! Ich treff's nicht, dann ist mir das jetzt auch egal. Dann nicht, liebes Insekt. Dann nicht. Brauche ich mir andere Freunde. Ja, jetzt kommst du hinterher geschissen, oder was? Nee. Komm ran. Ich glaube, es will nicht. Ich glaube, es will einfach nicht. So, jetzt dürfte hier doch eigentlich gar keiner mehr irgendwie rumschießen. Wir haben sie ja alle getötet. Nein, haben wir nicht. Da drüben ist noch ein Arsch. Ey, Arsch. Zwei! Zwei Ärsche mit Ohren. Wahnsinn, wir rennen. Wir rennen. Oh, ho, 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 ho. Nee. Ist ja schon wieder aufregend hier. Da sind die Seelen. Ich, Moment. Na, wie wär's mit einsammeln? Danke. Ist klar, ne? Ist einfach klar. Ja, dann ist mir das jetzt egal. Dann kill ich dich einfach so. Wie krieg ich den da kaputt? Aber wir haben ja noch den Klumpen. So, wir haben sogar noch einen bekommen. Ganz kurz im Flakon. Oh, 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 nee, ist doch scheiße hier jetzt. Ist doch scheiße. Was ist das schon wieder? Oh, was hast du gesagt? Du springst da runter. Ich bin runtergefallen. Ach, ihr Lieben. Ihr Lieben. Ich weiß gar nicht, was hier schon wieder los ist heute. Oh. Werden wir jemals ankommen? Das ist echt... Oh. Oh Gott. Naja, ihr verzeiht mir das, ne? Ihr seid ja hart im Nehmen. Ich weiß, ihr wollt das auch. Ich meine, ich will auch vorankommen. Das ist auch noch so ein Plan, den ich habe. Ich kann nur nicht sagen, wann ich das umsetzen kann. Aber gut. Immerhin ist noch einer von den komischen Fritzen kaputt. Und jeder spielt ja Dark Souls auf seine Weise, nicht wahr? Und wenn's durchsterben ist. Wobei, ne? Also, wie gesagt, ihr verzeiht mir das. Es ist die erste Aufnahme seit 3,5 Monaten. Zumindest bei Dark Souls. Und ich wusste schon, dass es so läuft. Ich wusste es einfach. Es gab gar keine Alternative. Immerhin habe ich schon 2 lila Moosklumpen mit Blume. Heißt also, wir können unsere brutale Vergiftung dann noch irgendwann mal heilen. Wenn sie wieder kommt, da kommt schon wieder so ein hässliches Insekttier. Geh zurück. Okay, der Bob ist noch da. Keine Ahnung, wie wir den kaputt kriegen. Ich weiß es nicht. Weil der ja immer wieder runterspringt. Wir müssen rennen. Und diesmal nicht runterfallen. Ist der Plan. Ich könnte den natürlich auch mit dem Bogen machen. Weil ich weiß gar nicht, so kann ich den ja gar nicht treffen. Moment. Oh, ich habe schon wieder vergessen, wie das geht. Ah ja. Und wie kann ich hier die andere Ansicht machen? Moment. Ach, Mario schüttelt den Kopf. Keine gute Idee. Wenn du den anvisiert hast, kann man so schieben. Ah, wenn ich ihn anvisiere und so schieße, habe ich Auto-Aim. Na, das ist doch super. Das finde ich klasse. Das nehme ich. Erstmal können wir noch das Insekt nehmen. Ach so. Das können wir... Wow, habt ihr das gesehen? Ich hab's voraus. Der ist aber noch nicht tot. Ach Mann. Das ist scheiße. Weil ich schieß gerne gegen die Wand. Los, Mann, Alter. Nein, weg da. Es war so klar, weil das einfach so ein Arsch ist. Ja? Dieses hässliche... Stirb, Elendiger. So, tot ist er.
Moosklumpen für uns. Wir lösen jetzt erstmal die Vergiftung auf. Meine Güte, dieser Stress. Dieser Stress, ihr Lieben. So, da unten ist mein Zeug. Muss ein bisschen aufpassen, das sind doch die blöden Hunde, aber ich glaube, die schieße ich jetzt hier mal kaputt. Lieber vorsichtig. Ey, verarsch mich. Diese Tölen, ja? Ich treffe den nicht mal. Ich will da aber nicht runter. Wer kann zielen? Da kannst du wieder dein Zieldings. Ich kann mein Zieldings jetzt nehmen. Das stimmt. Das kann ich jetzt machen. Dann einmal Fadenkreuz hier raus. Falsche Taste. Ich kann es mir nicht merken. Ich finde das zu kompliziert. Ey. Ist nicht wahr. Sie verarschen mich heftig. Na, wenigstens regen die nicht. Natürlich daneben. Einmal. Ja, nee. Alter, wie umständlich ist das? So, Freundchen. Genau, rennen gegen die Leiter. Das rettet dich nicht. Bleib schön da. Super, Nummer 1. Erstes Erfolgserlebnis heute. Das war nix. Nummer 2. Guck mal, wir haben schon 4-stelligen Seelenbetrag. Episch. Ah, so. Ah, alle tot. Alle tot. Huiuiui. Okay, einmal runter. Können wir noch unser Kram holen hier? Wow. Okay, und irgendwo gibt es eine Feuerhüterseele. Da nicht. Wahrscheinlich muss ich da irgendwo unten lang gehen. Da ist noch Spaß. Aber kommt her, kommt her. Komm mal her, ihr Kleinen. Ach, da sind noch mehr. Ohohoho. Ja, komm. Nehmen wir erstmal euch. Ich hoffe, das ist kein Respawn. Ich hoffe einfach, das sind neue. Das wäre nämlich echt ätzend. Komm her. Da ist ja schon wieder wer. Warum schießt denn da schon wieder wer? Aua. Mal ganz kurz heilen. Ich dachte, wir haben alle getötet. Aber anscheinend nicht. Komm mal her. Aua. Der ist über uns. Was für ein Beppo-Moment. Wow, da ist ein Insekt. Wir gucken uns erstmal noch ein bisschen um. Ich will nämlich nicht da drin erschossen werden. Oh, du blödes Vieh. Könntest du mal runterkommen? Was ist dein Problem? Was ist dein Problem? Es wollte sterben. Okay. Was ist denn hier los? Nein. So, ich kriege Anweisung, bitte. Wieder zurück. Ich soll wieder zurück. Ach, war das doch richtig. Mario hat immer irgendwie mit den Händen gewedelt. Ich habe das gar nicht mehr interpretieren können. So, dann ist es doch hier. Wir haben die Feuerhüterseele und ich hoffe, wir müssen damit dann zu der Uschi, bei der wir damals schon waren. Und die rüstet dann hoffentlich unsere Flakons auf. Nichtsdestotrotz, wir müssen jetzt einen anderen Weg gehen. Und ich weiß nicht welchen. Mario zeigt mir zurück. Ich hoffe, das ist richtig, denn wir wollen ja zu den Ratten. Das ist eigentlich noch der Plan für diese Folge, damit ich dann zwischen den Folgen die Menschlichkeit sammeln kann. Damit wir beim nächsten Mal Kelak ordentlich niederhauen können. Hm. Was ist da los? Wer ist hier schon wieder so schlecht drauf? Da ist noch was. Ich muss looten.
Ich bring dich um. Oh. Oder nicht. Okay, wir haben noch mal einen mit Blume. Kurz heilen. Puh. Haben wir. Als ob nichts passiert ist. So. Der Mario sagt, wir müssen hier weiter. Du hast ja das Item gesehen. Ach so. Moment, das Item. Ich bin vollkommen verwirrt. Das kennen wir ja schon. Wir haben die Kriegerseele bekommen. Großartig. Und das Glücksschar sitzt übrigens auch schon hier. Ja, es soll mir dabei helfen. Ja, es soll mir dabei helfen, Dark Souls durchzuspielen. In den nächsten 2 Jahren. Okay. Irgendwo geht's lang. Ich weiß nur noch nicht wo. Geht's hier irgendwo hoch? Hier geht's hoch. Geil. 5000 Seelen haben wir. Ich glaube, das reicht noch nicht mal, um irgendwas zu leveln später. Dumpti-dumpti-dumm. Hallo. Ja, ja, ja. Ist okay. Kaputt. Ich höre schon wieder Insekten. Und irgendwie... Hier. Wir legen die erstmal kurz um. Sehr gut. Doppelkill. Bevor hier nämlich irgendwas schief geht. Ab nach oben. Eine Truhe. Moment. Ich muss kurz gucken. Ich habe vergessen. Okay, Mario sagt, es ist okay. Weil ich habe ja schon mal gesagt, oh, Neulonde-Ruinenschlüssel. Wo auch immer das ist. Ja, es gibt ja auch andere Truhen. So eine Mimik-Truhen, die einen dann auch angreifen. Und da liegt die Kette anders. Und ich hatte jetzt voll vergessen, wie die Kette liegen muss. Oh, Freunde. Hey, komm mal her. Ach, ich wollte ihn doch richtig schön hinten platzieren, Mann. Na komm. Komm. Mach mal nicht so ein Terz. Bäm. Mit Schmackes. Das macht Freude. Uiuiuiuiui. Freundchen, wer wird sich denn so aufregen? Ich finde das auch so unverschämt, dass der einfach keinen Schaden nimmt, nur weil er auf dem Boden liegt. Was soll denn das? Bei mir werden da auch keine Ausnahmen gemacht. Na? Jaureküchlein? Nein. Kein Kuchen. Er hat keinen Kuchen mit. Da los. Ich glaube, kommen wir von hier gerade? Kann das mal nicht so auseinanderhalten. Da ist noch einer. Oh nee, 2. Das sind mir ja schon mindestens einer zu viel. Nein, 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 nein. Wir hauen einfach mal kurz ab. Ist keine Lust, irgendwie mit denen zu spielen. Und die sind ja auch nicht so schnell. Und man muss ja auch nicht alles umbringen. Huh. Oh, im Drachental. Drachental, sind wir in der Nähe vom Friedhof? Ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Sehr schön, noch eine Seele. Ah, der Neulonde-Ruinenschlüssel. Na sowas. Können wir was kaputt machen? Gut, es geht nur nach unten. Heißt, wir müssen wohl nach unten. Ruin von Neulondo. Heyo. Ja, es kommt mir bekannt vor. Die tun mir tatsächlich auch nichts. Die sind einfach total in ihrem Film, den sie schieben. Aber ich glaube, da kommen gleich noch welche, die uns dann noch was tun. Das ist ein Schalter. Kommt da jetzt ein Fahrstuhl? Ja. Ach, ich hoffe, es ist wirklich der richtige Weg hier. Sehr schön. Und einmal hoch, bitte. Hoch. Jetzt sind wir schon wieder eine halbe Stunde dabei.
Leute, eine halbe Stunde. Aber es ist ja auch viel passiert. Es ist so viel passiert hier. Hallo? Hallo? Feuerbannschrein. Das klingt nach Heimat. Jetzt muss ich aber kurz... Was ist das denn? Fünfmal Menschlichkeit? Wieso lag die denn hier rum? Und ein Schutzring der Gunst, wo kommt das denn? Moment, ist das noch von dem Typen, den ich mal runtergeklatscht habe? Mario nickt. Ach cool, jetzt ist das Zeug da. Ich habe ja damals gesagt, man muss irgendwie das Gebiet verlassen, damit das nachlädt. Und ich war danach gar nicht mehr da. Ah Mensch, und hier ist die Uschi. Estus-Flakon verstärken, das wollen wir auf jeden Fall. Ja, möchten wir. Sehr gut. So, und jetzt heilen unsere Flakons nämlich mehr. Soweit ich das weiß. Okay. Ja. Gut, dann müssen wir jetzt ja nur noch zurück... Was? Zum Leuchtfeuer soll ich. Zum Leuchtfeuer. bevor hier irgendwas schief geht. So, da bin ich. Und Mario wischt sich schon den Schweiß von der Stirn. Ich fand das eigentlich total entspannt. Gut, ich mache an der Stelle jetzt trotzdem schon mal ein Päuschen. Geh dann beim nächsten Mal zu den Ratten, werde dort Menschlichkeit farmen, werde den Weg dorthin noch zeigen und werde dann Cut machen. Ne? Ich sage euch das nur schon mal, weil ich glaube, Menschlichkeit farmen ist für euch jetzt nicht so mega spannend. Ich meine, wir haben jetzt eigentlich auch fünfmal Menschlichkeit, aber mehr schadet auch nicht. Von daher sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder und ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei. Ciao!